Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier weiter beim Siedler helfen tun. Ich muss mal wieder nach da ist die Chefin. Hallöchen. Bitte, wir sehen haben. Jawohl. Mal. Du gehörst nicht zu den Gunnern. Nein. Bist du hier, um uns zu helfen? Ja. Gunner? Ja. Was kannst du mir über euer Problem mit den Gunnern sagen? Es sind die Gunner. Vor ein paar Tagen haben wir eine Gruppe dabei erwischt, wie sie hier rumgeschnüffelt hat. Und es gab eine kleine Auseinandersetzung. Als sie gemerkt haben, dass wir uns wehren, sind sie abgehauen. Aber Gunner geben nie so einfach auf. Wenn du uns helfen könntest, unsere Verteidigung auszubauen, wäre das wirklich super. Die Edda. Ah, hilf bei der Verteidigung. Erreiche Verteidigungsanlage 100%. Was? Hallo. Was zum Teufel? Was zum... Findet ja, wirklich, was zum Teufel? Wahrscheinlich, aber... Komm zurück, oh, das. Alter. Was, diese... Wow, das Auto. Auto, Auto, Auto. Der Siedler hat's überstanden. Nicht einmal, der lebt noch. Cool. Aber die ist weg. Da liegt sie. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht gelesen, was das ist, weil ich es nämlich zerstören muss. Wenn ich jetzt nämlich ernsthaft die Verteidigung ausbauen muss, ich glaube nicht, dass ich genug Sachen habe. So, deshalb. Inventar und so. Inventar. Waffen. Die kann ich gleich mal alle runterschmeißen. Inklusive die da leider. Dasselbe betrifft die Kleidung, wenn ich was habe, zum Weghauen. Ja, einmal, zweimal, dreimal, viermal das und jenes. Boah, und ich hoffe echt, dass das reichen tut, aber ich fürchte nicht. So, verwerten. Ne? Die geht nicht. Aha. Verwerten. 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 Das auch. Das sowieso. Das auch. Die geht echt nicht. Naja. Was soll's? Was soll man machen? Die geht aber. Hey, was übersehen? Ich hoffe nicht. Die Treppen werde ich nicht kaputt machen. Eine Artillerie werde ich aufstellen. Na, das ist echt unglaublich. Schutz, da geht eh nichts, wenn dann andere Seite. Wir haben hier nur 10 Schutz. Boah, das ist echt nicht viel. Das ist nicht viel. Wirklich nicht. Da wir hier sowieso Strömchen haben, würde es sich anbieten, hier solche Geschichten aufzustellen. Wenn ich denn Öl hätte. Glaswasseroptik habe ich auch nicht. Aber hauptsächlich fehlt es mir an Öl. Das heißt, wir müssen holen, was holen gehen. Das heißt, ich habe mich zu früh und so, ne? In der Vault müssten wir genügend gelumpert haben diesbezüglich. Also gerne mal Öl holen. Öl und Glasfaseroptik, ne? Dann können wir schon ein bisschen was bauen. Wir müssen nämlich dafür sorgen, dass der Schutz auf 100% ist. Dann haben wir die Quest erfüllt. Gut. Ja. Jo. Hallo, ich hätte gerne bitte... Na, ja, vielleicht, nein. Schrott lagern, nein. Ich brauche das Klumpert noch, leider. Ich brauche sogar noch mehr Schrott, eigentlich. Gut. Also, ich brauche bitte schön Öl. Glasfaseroptik und Öl, bitte. Glasfasergeschichtel, Öl ist da nicht viel drin. Glasfaseroptik, da nehmen wir alle mit. Jo.
Asbest, Holz, Plastik, Kork, Stoff, Stoff, Glas, Kupfer, Öl. Das ist schwer, das ist nicht so schwer. Nehmen wir da alles mit. An Besen. Betönchen brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Glas, Holz, Glasfaseroptik. Das ist halt echt schwer, das klumpert, aber so wir machen. Nukleares Geschichtel. Da haben wir noch ein bisschen Öl. Blaue Farbe hat Öl. Ja, okay. Blei, Holz, Säure, Säure, Stoff, bla bla bla, Knochenleder und bla bla. Warte. Öl müsste jetzt mal reichen. Falsche Taste, Entschuldigung. Was brauche ich denn noch? Ich schaue gleich mal durch. Für diverse Schutzvorrichtungen. Na nü? Ich will ja auch niemanden zuweisen. So. Und zwar für diese Geschichten. Und zwar gleich die harten. Raketengeschütz. Aluminium, Schaltkreise, Schrauben, Zahnrad, Ölstahl. Lasergeschütze. Brauchst mehr Klumpert. Scheinwerfer bringt uns gar nichts eigentlich, ne? Naja, naja. Was? Es sind schon zwei Leute dazukommen. Wasser ist zu wenig und Betten sind zu wenig. Alter, kann schon bauen anfangen. Ich glaube, wir machen heute dann die Baufolge, glaube ich. Ich lasse mich jetzt einfach mal breitschlagen. So. Alu, Schaltkreise, Schrauben, Zahnräder, Öl. Ich will nur, ja, ein paar Sachen hier mitnehmen. Schrott. Blei war jetzt, glaube ich, nicht, ne? Ich sollte mir das echt mal aufschreiben. Schaltkreise waren. Dann nehmen wir das mal mit. Aluminium war, glaube ich. Das und das nehmen wir gleich mal mit. Und das auch. 7 Stück. Ja, Miras. So, Angel, Zahnräder. Ich glaube, da war auch was dabei. Ich nehme das einfach mal mit. Ist mir jetzt wurscht. Schrauben, von mir aus, nehme ich auch mit. Dass ich wenigstens ein Bild was aufstellen kann. Wird wahrscheinlich hinten und vorne nicht reichen. Stahl und Öl, das lasse ich lieber mal. Ja. So. Alu, das bisschen, was wir noch haben, lasse ich da. Sonst können wir hier gar nichts bauen, fürchte ich. Glasfaser, ja. Ach, du liebes bisschen, du liebes bisschen. La 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 la. Zahnrad, Gold, Feder. Boah, weiß ich nicht. Alles, was wir nicht brauchen, bringe ich wieder zurück. So, ich hoffe, das reicht. Sind wir überladen? Nein. Ich probiere es mal, ob wir damit ein bisschen was bauen können. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe es wirklich sehr. Auf jeden Fall, wenn, müssen wir alles vorn hinbauen. Und auf der anderen Seite drüben, beim Eingang, machen wir auch eins so ein Schieß-mich-kaputt-Dingens dazu. Und dann müsste es passen, hoffe ich. So. Über die Dächer machen wir die Stromleitung. Dann müsste es schon hinhauen. Und dann machen wir einfach eine Baufolge. Haben wir eh schon lange keine mehr gehabt. Machen wir das gleich. Machen wir es gleich richtig. So, also bauen. So. Hier brauchen wir unbedingt mal ein Schieß mich kaputt. So. Wie viel haben wir von dem? Da können wir ein bisschen was können wir bauen. Vielleicht nicht unbedingt gleich sowas, aber das hier, um Ressourcen zu sparen. Da würden sich dann insgesamt 2, glaube ich, ausgehen. So. Ich würde sagen, das erste gleich mal so her. Dann vorne vielleicht. So will ich mal sagen. Oder warte kurz. Bevor wir den Strom nämlich machen, müssen wir mal Strom hierher verlegen. Weil. Und zwar, hier haben wir unser Stromilein. Und ich möchte ihn hier so drüber über die Dächer verlegen. So, das heißt, wir brauchen ein paar von diesen Dingen. Ich hoffe, aha, Kupfer und Keramik fehlt. Ist logisch.
einen Schalter. Das klappt vielleicht. Was ist da? Oder wird das funktionieren? Es ist klar, dass wieder Sachen fehlen, ne? Das ist ja schon fast ärgerlich. Ja, nehmt das! Wir haben gewonnen! Ihr Männer wisst echt, wie ihr kämpft. Wir werden nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Ja, ich schreibe mir jetzt die Liste zusammen. Boah, danke! Danke! Das hat gereicht? Echt? Obwohl der Schutz jetzt nicht auf 100 ist? Okay. Weißt was? Wenn jetzt... Wow. Das Gerät, Entschuldigung. Einfach mitnehmen. Komm her. Und ich stelle es jetzt drüben auf der Seite auf. Dann können sie hier eh alle zu sich zusammenrotten. Ja? Verstehst? Und einfach ballern, was das Zeug hält. Das werde ich einfach darauf stellen. Schau mal. Da so ins Eck, wenn es Platz hat. Glaub. So kann man es lassen. Weil das geht um die Ecke nicht. Pfui. Mal wieder so klar hier. Vielleicht dann so. Passt. Jetzt haben sie wenigstens 18 Schutz. Geht ja. So, vielleicht können wir hier, wenn wir schon mal da sind, na, nicht so, ein bisschen Ernte noch mitnehmen. Für die Leute in unserer geliebten Vault. So, nur ein bisschen was mitgenommen. So, passt. Dass sie ein bisschen Sortenvielfalt haben. Ja, und hier wäre halt ein Tor nicht schlecht, ne? Vielleicht geht es aus. Warte mal ganz kurz. Vielleicht kann man hier eine Tür, wirklich ein Tor hinknallen. Dann hätten sie ja nochmal ein bisschen mehr Schutz, ne? Einfach nur eine schöne Tür. Da. Sowas. Eine Tür. Einfach nur. Okay. Das ist übertrieben. Benötigt Strom. Und Kupfer. Ja, dieses scheiß Kupfer da, das ist ja unglaublich sowas. Vor dieses scheiß Kupfer, das ist halt wirklich, das ist unglaublich, ist das wirklich, das ist halt wirklich, was? Was? Na, warte kurz, das muss ja irgendwie gehen, oder? Wände. Sowas mit Tür, geht das nicht? Gibt's da nicht irgend sowas, eine Wand, wo man... dann eine Tür anbringen könnte. Wird wahrscheinlich nur die hier sein, ne? Eingang, ja, wird wahrscheinlich eher so sein, ne? Da dachte ich echt, das klappt. Jetzt habe ich echt kurzzeitig gedacht, das wird grün. Ach, Menno. Klappt nicht. Klappt nicht, ne? So einfach geht es dann doch nicht, wie ich gedacht habe. Wäre auch zu schön gewesen. Schade. Kann man sonst irgendwas anderes bauen? Ein Gerüst? Ist ja auch eine blöde Geschichte. Na, dann lassen wir es gut sein. Das Ballerdings da wird wohl, also die zwei werden wohl ihre Arbeit tun. Hoffen wir es halt. Na gut, dann hauen wir ab. In unsere geliebte Vault. Da machen wir heute eine spontane Ich baue was aus Folge. Weil die Leute dort brauchen Wasser, sie brauchen Betten und endlich mal ein schöneres Zuhause. Es ist zwar schon etwas sicher, aber noch nicht schön. Bei Weitem noch nicht schön, es fehlen Lichter, es fehlen die Wände, die inneren, boah, da ist noch viel zu tun. Ich glaube halt, dass die inneren Wände fehlen.
Ich brauche Licht. So. Finsteres Loch hier. So. Der Boden natürlich ist schäbig wie immer. Gut, als erstes würde ich sagen, wir bauen Petten. Pettis, Petten, Petten, Petten. So. Petten. So. Die Betten, alle windschief, ne? So, das erste Bett kommt hier hin. Zack. Das zweite hier hin. So. Bitteschön, jetzt haben sie schon mal da mal genug. Dann würde ich sagen, damit die nicht so weit laufen müssen, bis sie das nächste Wasser bekommen, würde ich schon ehrlich gesagt ganz lieb und gerne hier so eine kleine Tränke aufbauen. Eine Tränke? Ja. Einfach hier so ein kleines Vorkommen mit Wasser. Einfach so. Warte, vielleicht eher so gedreht. So. Damit sie nicht irgendwo hinlaufen müssen. Einfach mal so. Ich weiß, es ist zu wenig. Aber einfach mal so, dass die Leute hier schon mal die Aufseher und so mal was trinken können. Die zweite. Das ist echt irgendwie schade, dass es hier nicht irgendwie so ein Wasserbecken gibt, ne? Vielleicht hätte ich die zweite dran stellen sollen gleich. Dann hätte man normalerweise genug Wasser, ne? Einer hier und der zweite vielleicht auch hier. Gleich daneben. Vielleicht. So. Dann hätte man das auch schon erledigt. Sehr gut. Wir müssen, wir sollten, wir dürfen bauen eigentlich. Ich würde gern... Was habe ich mir eigentlich gedacht? Was habe ich mir denn gedacht, bitte? Wand und so auch, ne? Ah, warte, Ressourcen Vault, da gibt's auch was. Getränkeautomat. Haben wir sowas denn nicht schon? Sir, da steht ja einer. Spielautomat haben wir auch schon. Sonstiges Ressourcen, was hätten wir denn da? Gartenfeld, das wäre auch schön gewesen. Eine Plünderstation, Bramim Futterdruck, wir haben kein Bramim. Eine Sirene, Schnellreiseziel, einen Pranger, Frisierstuhl, OP-Stuhl. Warte, ja. Na, passt schon so. Strukturen, die Vault, wir brauchen Wände. Die waren hier, oder? Waren die Wände nicht hier? Ich glaube ja. Wandmitte. Wandmitte. Wand. Warte. Eingangmitte. Warte mal. Tap, 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 tap. Wandmitte. Wand unten. Die hätte hier gehört, ne? Eigentlich. Komm mal mit, du Stuhl. Das Fass auch. Mal so hin. Ah, das ist das Eck. Ah, ich verstehe schon. Du kommst mal mit Tab weg. So. Nicht? Hat nicht hingehauen? Ja, Werkstatt. Passt. So. Die Wand unten, ne? Die müsste jetzt passen. Yeah! Genau. Wir wollen das Ganze ja auch ein bisschen schön machen. So, das Pettele und so. Ui, da ist viel zu machen. Den Boden. Den kann ich, glaube ich, auch... Den kann ich auch mit Tab mal wegtun, ne? Jo. Jo. Das Pettelein. Ich stelle es einfach mal so hin. So, braucht Platz. Ich brauche einen Platz. So. Das tun wir auch weg. Weil da kommt alles, diese Innenverkleidung. Die hier, die Wand unten. So. Damit das nämlich schön ausschauen tut. Na nü. Es fehlt uns Gummi. Willst du mich schälen? Du kannst ja gar nicht so gut bauen, wie ich dachte. Das ist aber nicht schön. Der kocht mal schön, ne? Töpfe hast eh da. Das ist gerade blöd. Da innen muss es nicht schön ausschauen. Da kann es ruhig so bleiben. Das ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Aber das finde ich gerade nicht so klasse.
Da fällt mir ein. Warte mal. Gibt es vielleicht da hinten noch irgendwie Müll für uns? Da unten. Gummi etc. lauter Klumpert. Weil da haben wir noch gar keinen Müll geholt, ne? Lalala. Kann man hier schon was? Das kann man eigentlich lassen, oder? Reifen und solches Zeug wäre halt jetzt echt toll für eben besagtes Gummi und so. Das hier... weiß ich noch nicht. Yeah, Gummi! Den da werde ich vielleicht mal darüber... oder hier so rein. Okay, das geht nicht so wirklich. Vielleicht, weil der zuerst müsste. Klipsel. Ah, oben. Aha. Aha. Keine Ahnung. Ich hau das mal da oben dazu. So mal. Oder... ich drehe es einfach so. Ja, so ist vielleicht schlauer. Bevor noch jemand hier in den Tod stürzt. Keine Ahnung. Ich tue es nochmal da oben hin, dass wir unten Platz haben. So, dann haben wir hier haufenweise Gerümpel. Huch. Was eigentlich weg kann. Da hinten ist auch noch ein fettes Rohr. So, der Lichtständer von hier aus kommt auch weg. Das Rohr kommt auch weg. So. Ist hier irgendwo Gestein, das keiner braucht? Schaut nicht aus. Hier hätten wir Graffel. Klo, jawohl. Warte, das ist aber ein schönes Klo. Das könnte man gerade echt verwenden. Warte, ich nehme es einfach mit. Werkstatt. Jo, so machen wir das. So, das kommt auch weg. Das kommt alles mit. Na komm. Übrigens, PS, ich bräuchte Gummi, ja? Also, her mit dem Zeug. So, haben wir da oben noch irgendwas? Da hätten wir noch ein paar Kistis. Holz und Stahl und... nein? Der hier? Jau, Gummilein. Sehr gut. So, und hier, und da ist nichts mehr. Nö. Heureka! Also, da. Gummi. Ein Schild. So. Wir nehmen alles mit. Es hilft dir nichts. Wir müssen sowieso, irgendwann müssen wir sauber machen. Wobei, die Kisten würde ich gern stehen lassen. Die sind eigentlich nicht unbedingt wichtig gerade. Da ist noch so ein Dingens, da ist sicher wieder haufenweise Gummi dabei. Jawohl. Ui, Kalk. Kalk? Du sein Kalk? Du sein Kalk? Du? Ja. Der ist Kalk. Oh, die Pilze sind nachgewachsen. Auch nicht schlecht. Ein lebenslanger Vorrat an Schwammerl. Wie schön. Kalk, Kalk, Kalk. Da ist noch mehr Kalk. Kalk, jawohl. Es wäre halt auch schön, wenn Edda hier wäre. Die könnte mir dann bestimmt mal beim Schleppen helfen. Boah, ey, da ist alles Graffel, meine Lieben. Ach, ja je. Ah, da haben wir eh die Maschine. Da können wir was reinschmeißen. Die Werkbank. Yay. 30 Jahre später. Jawohl, alles verschrotten. Du auch, du gibst wieder haufenweise Gummi. Gummi, Gummi. Noch mehr Kalk. So. Da rühm ist mal nix. Da haben wir Röhrchen. So.
weg mit dem Dreck. Boah, wenn das im echten Leben auch so cool ginge, oder? Einfach mal drücken und fertig ist. Alles weggeräumt. Oder Möbel einrichten wie bei The Sims. Zum Beispiel. Das wäre auch ein Reden, oder? Das wäre echt cool. Das wäre richtig fesch. Einfach nur ein paar Mal klick, klick, klick und du hast schon eine ganz, ganz neue Bude. Alles schön eingerichtet, alles umgestylt, umverändert. Boah, das wäre echt cool. So. Die Möbelgeschäfte verkaufen ihre Sachen einfach online. Und du holst dir aus dem Internet einfach das, was du haben willst. Und die Simoleons fließen automatisch auf das Konto vom Dings, vom Verkäufer. So. Ja, die ganze Hütten reißen wir auch ab. Ich glaube zwar nicht, dass die Gummi geben wird, aber vielleicht. So, 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 so. Huch, jetzt ist doch alles weg. Futsch und weg. Die Fußmatten. Die Fußmatten geben Gummi. Ist logisch, ja. Da habt ihr recht. Aber trotzdem bin ich entzückt. Halleluja. So. So und so. Ich glaube, da haben wir schon sauber gemacht, ne? Gut, das heißt, ich löse das. Hoppala. Ich schalte das mal kurz aus, damit ich sprinten kann. Da oben ist ja auch noch klumpert. So, wieder einschalten. Das Baumenü. So. Ich weiß, das ist nicht spannend, aber wir brauchen Material. Deshalb nehme ich da alles mit. Uran. So, mit. Der will nicht. Ja, dann bleibst halt da. Deine Schuld, dein Pech, nicht meins. So, wieder ausschalten zum Durchsprinten. Dab, dab, dab. So, jetzt sind wir wieder da. Hier müsste es nochmal auch gehen, oder? Ja, geht tatsächlich. In der Tat. Die Maschinska bleibt. So. Die Maschinska. So, das kommt alles weg. Kisten, Graffel, Klumpert. Da drüben ist auch noch ein Klumpert. Da drüben geht es, glaube ich, weiter. Ne? Das heißt, er ist drauf. Yay, ey. Wow. Alles verschrotten. Fußmatten. Schöne Fußmatten. Wie schön. Gummi, Gummi. Okay, der Schutthaufen lässt sich nicht mitnehmen. Da sind wir aber traurig. So, was haben wir da noch Feines? Alter. Ach, herrje. Die Heizung. Die nehmen wir auch mit. Die verwerten wir auch gleich. Aha. Barrikade. Wusch. Okay. Alter, was es hier alles gibt. Na, würdest du? Aha, dann nehmen wir es halt mit. So. Mhm. Na dann, weg mit dir. Wow, und das war mir das Äther da, ne? Lol, auf einmal ist die gute Äther da. Halt! Wow! Hallo, hallo! Alter! Toll, nichts getroffen, aber gar nichts. Ach Äther, du bist so süß, aber alles gut. Es ist eigentlich wirklich alles gut. Er scheint am Klo gewesen zu sein. Da wollte ich gerade die Haare schön machen.
Und dann komme ich daher und mache ihm das alles kaputt, ne? Das ist wieder typisch. Das ist wieder so typisch ich. Was soll man machen? Die ist voll. Das ist schön. Die ist voll. Aha. Commonwealth. Aha. Gut, das nehmen wir alles mit. Den ganzen Schrott. Etta, es ist echt schön, dass du da bist, meine Gute. Ich spüre im linken Hüftknochen, dass ich sehr bald überfüllt sein werde. Und dass, da kommst du mir mehr als gelegen, meine Hübsche. Dass du mir helfen könntest, eventuell beim Schleppen. Ja. Also wirklich. Was ist denn das? Ich nehme das alles mit, ist mir wurscht. Was warst du eigentlich? Ein Raider? Ja, um dich jetzt nicht schaut. Ist ja wahr. Aha, der Safe ist schon offen. Okay. Zeitungsgeschichte. So, haben wir da jetzt mal alles? Ich glaube. Passt. Das nehmen wir alles mit. So. Ja, nehmen wir alles mit. Das auch und das. Und das Regal. Radio und das Regal. Und das Regal. Ich verschrott alles. Ich glaube nicht, dass wir... Ich weiß noch nicht, ob man hier... Ich glaube, ich werde hier ein Büro vielleicht mal einrichten. Der Safe bleibt. Da wird sich prima ein Büro eignen. Weil wenn da drüben dann Leute reinkommen dürfen, bei der Tür hier, ne? Dann können sie gleich freundlichst empfangen werden. Jo. So. Hui, ich sehe was Tolles. Eine Fußmatte. Das freut mir. Alter Schalter. Ich weiß, es gibt Spannenderes. Tut mir sehr leid dafür. Nuka-Cola-Automat. Ah, die können wir eigentlich stehen lassen. Wie gesagt, wenn ich Mülleimer, lassen wir auch stehen. Wenn ich hier schon vorhabe, mal ein Büro einzurichten, kann ich das echt stehen lassen. Das eigentlich auch. Den nehmen wir mit. Kiste nehmen wir mit. Das klumpert. Kann man das aufmachen? Normal schon, ne? Zeitungsding. Das dreht sich immer noch. Schaut so lustig aus. Ach, herrlich. Was? Ah, Abgaben. Gut. So, kann man das kaputt machen? Glaub nicht, ne? Das bleibt zu. Schade. Na gut, dann hätten wir das, das da auch schon. Warte, hier waren wir noch nicht. Das kann man noch alles mitnehmen. Nehme mit. Geht da noch was zu mitnehmen? Da. Und der Stuhl, glaube ich, war auch. Und der Rest ist einfach, ja. Das Klo geht so einigermaßen. Das lassen wir mal. So. Und dann wieder runter. Und dann ganz runter. Wusch. Wo? Da, ne? Oder? Da, ne? Da sind wir hergekommen. Passt schon. Dann geht's hier runter. La, la, la. Der Part ist auch gleich vorbei. Wir haben nur Müll gesammelt. Die ganze Zeit nur Müll gesammelt. Ich weiß, es gibt Spannenderes, aber dafür werden wir bauen können. Und zwar gar nicht mal so wenig. Und Gummi habe ich so gebraucht. Also das hätte ich mir sowieso müssen herbeschaffen durchs Hin- und Herporten. Keine Ahnung, wo wir den ganzen Gummi hin haben. Es wird schon wahrscheinlich daran liegen, dass wir gar keine Vorkommen von Gummi bekommen haben tun. Noch mehr Uran? Na jo.
nukleares Fassel zumindest. Ah, da ist was. Da ist aber immer noch so komisch knistert, müsste es mehr geben. Ah, jetzt hat es aufgehört. Okay. Okay. So. Was haben wir hier Schönes? Da ist noch mehr Uran. Auf der Decke ist kein Uran. Das kommt weg. Wie wunderbar. Da ist Uran. Der kommt weg. Jetzt müsste mal aufhören. Jawohl. So. Was haben wir da? Whisky. Da nehmen wir mit. So. So, lala. Felsrutsch. Stahl und Beton. Aha. Das war dann kein guter Rutsch, ne? Zocki, der war schlecht. Ja, ich kann es mir vorstellen. So. Was sind das? Ah, Yum-Yum, russische Eier. Nehmen wir mit. Ja. So. Die russischen Eier? Das war Skelett gerade, ne? Ja. Jetzt dachte ich schon, da ist ein Viech. So. Weg damit und weg damit und weg damit. Habe ich schon mal gesagt, weg damit. So. Zack, zack, zack. Ja, das nehmen wir alles. Das hauen wir alles. Machen wir alles kaputt. Da ist noch Kalk. Nicht Kalk. Nein, kein Kalk. Da drüben waren wir schon. Da ist Kalk. Das war's. Nur die paar Kisten, die ich stehen lassen wollte, hauen wir weg. Nehmen wir mit weg. 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 Jo, so viel Gummi war das jetzt nicht. Nicht wahr? Da hatte ich mehr erhofft. Aber vielleicht geht ja ein bisschen was. Da ist noch Holz, ne? Entschuldigung. Falscher Knopf. Falscher Knopf, Knopf, Knopf. So, Schaufel und das Holz kommt mit weg. Da sind noch ein paar Kisten. Okay. Okay. Die können wir auch mit entsorgen. Die paar da drüben lasse ich stehen. Da oben. Ja, von mir aus für eine schönere Aussicht. So. Das bleibt auch stehen. Okay. Gut. Also dann. Huch, da sehe ich es gerade. Die Dinger schweben. Ich will aber nicht, dass die schweben. Ich wollte eigentlich auch, dass die am Boden sind. So. Eigentlich. Die sollten gar nicht schweben tun. Nee, nee. Ich wollte bodenständiges Gemüse anbauen. So. Verstehst? Bodenständig. Aha. Ja. Da ist auch noch ein bisschen Gummi, den nehmen wir auch mit. So. Chepagorn, ne? Das da. So. Gut, also dann weiter mit dem Bauen. Oh ja, stimmt, die Wand muss ich auch noch, noch fertig machen. Müssen, wollen. So. Da vorne mit der Tür muss ich mir auch noch was überlegen. Weil ich möchte hier gerne einen Gang machen, am besten auf der Seite. So kleine Quartiere, so vier von diesen Feldern hier, wo wirklich nur das Bett drin steht, mit einem Schrank oder so, wo die Leute ihre Habseligkeiten reinschmeißen können. Und, jo. Und mehr nichts. Also wirklich nur einseitig. Bin auch schon am Überlegen gewesen, ob ich überhaupt, den Leuten nur zwei Felder gebe, weil schon so viele hier wohnen. Aber das wäre auch ein bisschen ungut, finde ich. Ja, und hier hätte das Eck jetzt reingehört.
Wichtig. So. Da bräuchten wir jetzt da. Wo ist das Eck? Da. So. Passt. Jo, ha? Das schaut dir schon noch was aus. Wand ist schön. Schöne Wand. Schöne Wand. Da oben geht auch was. Kann man da oben auch noch schöne Wand machen? Schöne Wand. Da auch schöne Wand. Schöne Wand. Ah, ich stecke fest. Hier auch schöne Wand. Na komm, Bett. Schöne Wand. Jo. So, auf 2 hoch dafür. Und da oben. Immer 2, 2. Wenn dann hier. Die Küche und das Zeug wollte ich da hinten hinbauen. Da so in eine Gemeinschaftsecke verwandeln. Jetzt dachte ich, die Wand ist kaputt. Da besteht der so komisch. Da gehört das auch weg. Da gehört auch diese komische Ecke hin. Die da. Ist das die da? Oder die da? Ja, es ist die da. Schön. Gnädige Frau Aufseherin. Bah, sie ist schlafen gegangen. So ein Glück. Das hört sich jetzt gemeiner an, als ich das gemeint habe. So, da wollte ich die hier hinbauen, ne? Geht das überhaupt? Klappt das? Auf 2. Auf das da, ne? Klappt wahrscheinlich nicht so ganz, wie ich das gerne haben möchte. Tun wir mal das rausreißen. Und das natürlich auch rausreißen. Vielleicht haben wir... Aha, warte, die muss ich auch rausreißen. Warte, die stelle ich mal dahin. Vielleicht klappt es ja jetzt. So. Und zwar so. Ja? Ja? Ja. Na, falsches. Ach, Kacke. Entschuldigung. Das war die falsche. Ich wollte die ohne Zwischending. Aha, das gibt's nicht. Im Eck gibt's das nicht? Echt? Das gibt's echt nur mit zwischendrin? Das ist ja doof. Aber das geht schon, oder? Da oben geht's zumindest mal. Das wäre jetzt echt fies. Und sogar gemein. So, klipsel da mal an. Das will ich jetzt wissen. So, nein. Nochmal dieselbe Ecke. Haut das hin? Das passt, ne? Na, warte. So, ja genau. Ja, das schaut jetzt schon noch was aus. Ein bisschen zumindest. Schaut schon noch ein bisschen was aus. So, halt, langsam. So. Ja, das könnte in der Tat, könnte das klappen. So, die Aufseherin kriegt jetzt ihren Platz als so. 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 Dass ihr auch gleich sehen kann. Eigentlich müsste ich das noch ein Stückchen weiter nach vor tun. Normal müsste sie hier im Eck sitzen. Warte mal. So zum Beispiel. Dass sie auch hier beim Fenster rausschauen kann. Aber das wäre auch ein bisschen doof, ne? Wenn ich so in die Ecke mache. Warte mal. So, warte kurz. Kann man jetzt da hinten hingehen? Ja, theoretisch. Ein Stück vielleicht noch nach vor. So vielleicht. Ah, das ist auch ein bisschen knapp. Oder ich opfere einfach dieses Fenster hier. Warte. Ich opfere vielleicht... Na, das hat gerade vorher gepasst. Warte mal. Warte mal. Schön im Winkel. So vielleicht. Jetzt müsste sie hier nochmal vorbei können.
kann hier trotzdem noch rausschauen und hier auch. Ich glaube, das passt so, ha? Das Regal werden wir da mal so herbauen. So. Oh mein Gott, der Part ist zu Ende. Hurtigen Schritt, das schnell beenden. Ja, schaut dir mal nicht so schlecht aus, ne? Der Innenraum. Oh, da fehlt eine Decke. Die mache ich gleich. Also der Innenraum schaut schon mal nach etwas aus, ein bisschen zumindest. Also es ist schon mal schöner verkleidet als sonst. Mir gefällt's. Ich hoffe euch auch. Warum da jetzt kein Dingens ist, wurscht, bauen wir halt nach. Ist noch ein bisschen frische Luft drinnen, passt auch. Und normalerweise gehört hier ebenfalls so ein Fenster. Hier bin ich noch am Überlegen. Ich glaube, das werde ich machen. Ja, einfach so zur Übersicht. Denn da sitzt dann eh die Sekretärin und das müsste dann passen. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!